What on earth happened here? Der Riddler ist zurück. Mein Auge juckt. Das ist nicht so gut. Krallenspuren. Grüner Schleim. Hände. Das Ding. Das sowieso. Nein! Wollte ich nicht. Ein Tuch. Der umgefallene Stuhl und der Stab. Ob das der Bürgermeister ist, hä? Okay. Ich wette jetzt einen Schluck Spezi drauf, dass das der Bürgermeister war. Wegen dem Stab. Wenn es so ist, darf ich einen Schluck trinken. Wenn nicht, dann... The person dims the light bulbs. Odd. Okay. He's going through some geological maps. Mhm. Eating whatever's inside that jar. When he hears someone entering the lounge, me. Mhm. He throws his cane on the shelf. Takes off his clothes. And climbs the bookshelves? How is it possible for him to fit in there? He rips out the vent cover and disappears in the vent? This is nuts. I need to check the vent. Ich bin immer noch sicher, dass es der Bürgermeister war. Das muss die lokale Goldmine sein. Erst wenn bewiesen ist, dass es der Bürgermeister war, erst dann werde ich meinen Wetteinsatz einlösen und was trinken. Eine Rolle? Die linke Radachse, okay. Gut. Geht wieder. Ja, habe ich doch schon geschaut, Mann. Was ist denn das hier? Die Play-Taste fehlt. Stimmt. Hier muss man ein Tonband einlegen. Ja, vorhin. Vorhin hatte ich ein Tonband. Aber ich habe ja das Gemälde damit repariert. Oh, warte, es war Klebeband. Ups. Was haben wir hier noch? Fehlende Dias. Aber eine Play-Taste. Es fühlt sich an, als wären die Rätsel irgendwie zu kurz gedacht. Also, dieses, was man so aus anderen Wimmelspielen kennt. Großes Areal, viel verknüpft. Das ist ja nicht so. Also, hier ist ein kleines Areal, das sind so kleine Mini-Kapitel. Die aber miteinander nur sehr wenig zu tun haben. Ist erstmal nicht schlecht, aber. Fällt mir irgendwie auf. Die lokale Goldmine, nein, das ist ein Stab. Oh, das ist versucht. Viele Bücher. Boah, die linke Radachse. Ich meine, hier ist die linke Radachse, du Eumel. Was denn? Bereich für die Bilder. Na gut. Movie Star, den ich leider nicht nehmen kann. Da, da, da. Da, da, da. Das war ja gruselig. Ihr nicht auch Angst bei dieser Musik im Dunkeln mit dieser Musik? Ich weiß nicht. Armband da, hier alles rasiert, Alter. Rasiert. Hallo, es folgt mir, dass der Bürgermeister, Trottelin. Ja, vorhin, im Gefängnis hat Helen irgendwas gesagt von guter Freund, aber im Intro habe ich mich wie eine Frau angehört. Also, was bin ich jetzt? Hm? Meteoraufprall verursacht Mineneinsturz. Ein kleiner grünlicher. Am Himmel wurde zu einem Meteor, der mit gewaltiger Zerstörungskraft auf die Erde traf. Die durch den Aufprall ausgelösten heftigen Erschütterungen brachten die Goldmine zum Einsturz. Dann war da wohl der Patient Zero drin. Und das Fragezeichen. Globus. An der Stelle von London befindet sich ein Loch. Ha. Das wird noch aufzuklären sein. Ansonsten was Bücher. Necronomicon. Na klar. Sicher. Auf jeden Fall. Warum auch nicht? Ey. Ich glaube, hier ist erstmal nichts weiter. Auf die Schnelle. Radachse, genau damit kann ich jetzt hier.
Jetzt kommen die Lüftung. Die erst, die verschwunden sind. Und der letzte Knopf. Da passt nicht einmal eine sehr kleine Person durch. Aber ein Schlangenmensch passt hier sehr wohl durch. Irgendwas sehr Abgefucktes geht hier vor sich. Seltsame Schraube. Hier müssen die... Die Linse ist zerbrochen und muss ersetzt werden. Muss die irgendwie raus oder so? Nee. Ich kann im Inventar nichts miteinander kombinieren. Das merke ich mir. Was ist das hier? Was soll dieses Schloss da? Keine Ahnung. Das hatten wir schon. Warte, was gab's hier noch? Endlich ein Gemälde ohne Schlangen drauf. Das ist rassistisch. Auch Schlangen haben ein Recht zu leben. Hab ich gehört? Was war denn hier noch, verdammt? Ach, für den Globus wahrscheinlich. Ah. Senke alle Balken ab, indem sie in der richtigen Reihenfolge drückt. Jawohl, Freunde! Es war zu einfach, wer fordert mich in Zweikampf und kommt an diesen Stall ran? Kein Plan, Digga! Yeah! Wie rasiert hat. Also ich hab's nicht mehr versucht, ich hab alles gefiegt. Ah, wie gut ich bin. Der Bogen ist mit dicker Folie überzogen, ich brauche etwas, um es durchzuschneiden. Abwickeln einfach. Naja, dann nehme ich. Mördertonband. Uiuiui. Jetzt geht's ins Eingemachte. Ich muss erstmal durchatmen und mich richtig hinsetzen. Mördertonband. Womit könnte ich ein Mördertonband abspielen? Ja, ich weiß. Ich will das kombinieren. Wahrscheinlich nicht, aber... War hier noch was? Nicht wirklich. Hier noch was? Es folgt mir. Was habe ich übersehen? Nicht hier. Ach, na klar, das Tonband, ich Trottel, ja. Alright, this should be it. Oh, warte, Moment. Sorry, yes. Till the end of the year. Do I care what Branimus is doing with the owners of this stuff? Nope. Better them than me. Couple of hundred more and I'm out of this forsaken place. What? Hey, what are you doing here? You're that reporter. I'm not letting you spoil this for me. Not after what I've been through. What is that thing? Das war der Bürgermeister. Das ist Beweis genug für mich. Ich trinke jetzt was. Und warte, ich muss die Webcam wieder anmachen. Warum hat der Typ in dem Rückblick gerade gesagt, Reporterin, wenn auch der Mann ermordet wurde? Ja. Zweitens, warum konnte ich das sehen? Also sind das Holotonbänder, mit denen das projiziert wird? Irgendwohin nicht ganz. Ich glaube nämlich auch nicht. Dumm. Richtig strecken für so ein bisschen Getränk hier. So, zu hoch, zu niedrig, geht mega. Ich könnte jetzt irgendein schlechtes Wortspiel machen mit Klaue und Klauen, aber das wäre zu einfach. Oh, so. Was genau hat mir das jetzt gebracht? Solange das Ding da draußen lauert, gehe ich nicht raus.
Hier oben war nichts mehr. Viele Bücher. Sehr gruselige Musik. Es folgt mir. Ich weiß, was da steht. Zweite Wimmelrunde. Dun, 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 dun. Schalala. Depungloni Wimmelgott. Nein, nicht wirklich. Man wird ihn wohl noch träumen dürfen. Tasche, Globus, Schachfigur, Zigarre, Fliege, Zirkel. Zirkel. Zigarre? Zigarre und Zirkel, okay. Eins von beiden muss ich finden, den anderen kriege ich einen Tipp. Zigarre oder Zirkel? Ach, da, ja, klar. Zigarre. Eine Linse, na danke schön. Können wir uns die erst angucken und diese ganze Verschwörung aufdecken. Wirklich? Eine Leinwand? Ich meine, komm schon. Das ist doch Bullshit. Ich habe drin nichts mehr zu tun. Außerdem, du kannst es doch auf die Wand projizieren. Das ist doch, das geht doch. Ach, jetzt kann ich das, ja klar. Eine neue Leinwand, die in diesen kleinen Globus gepasst hat. Genau. Ja, ja, hier kommen. Moment, Gedanke, okay. 15. Ach nee, es ist gar kein Film. Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid. Sorry, sorry, sorry. 15. Februar 1901. Meteor weiterhin unauffindbar. Goldstadt wird zu Serpent Creek. Während Schlangen das Gebiet heimsuchen. 14. Juni 48. Millionär kauft das Küstenland von Serpent Creek. Viele spekulieren, dass die geschlossene Goldmine wieder aufgebaut wird. 20. Mai 49. Hiesiger Friedhofsangestellter wegen Grabraubs verklagt. Falsen B. wurde auf frischer Tat vom Sheriff ertappt. 8. April 1950. John Martyr? Ich glaube, es war, wurde Martyr ausgesprochen. Ich schaue jetzt nicht nochmal nach. Oder schaue ich? Nein, ich schaue nicht nochmal nach. John Martyr stirbt im Alter von 60 Jahren. Todesursache ist unbekannt. Wurden keine Zeichen eines Kampfes und keine Waffe gefunden. Sheriff Wilson stellt die Ermittlungen im Todesfall des Bürgermeisters ein. Die Einzelheiten des mysteriösen Todes werden von der Öffentlichkeit geheim gehalten. Alistair Bremenes wird der neue Bürgermeister von Serpent Creek und verspricht den Bürgern der Stadt eine neue Zukunft. Well, well, well. Look who's crashed the wedding. Give me one reason why I shouldn't turn you in for burglary. Let me get this straight. Ich habe einen Reptil gesehen. A creature breaks into the library to read some books. Ja. Right. Genau. Keep out of the library before I lose my patience and send you to an asylum. Now get out. Wie voll argument, Alter. Ich hab nichts gemacht. What? The hotel manager killed Joe? Ja. That reporter? No. Stimmt, way. Stimmt, so hab ich was vergessen. The cemetery. I think it's somewhere west from off the town square. Das hätte ich fast vergessen. Ne? I'd go with you. But someone needs to keep an eye on our sheriff, right? If you're gonna spy on Black, you're gonna need this. Der Schlüssel von Fawzen. Finde 5 Hinweise, die mit deiner Ermittlung in Verbindung stehen. Ah, okay. Der Sheriff hat die Bibliothek endgültig geschlossen. Keiner kommt mehr ins Innere. Na gut, dass ich alles rechtzeitig geschafft habe. So. Hello again. I am looking for Mr. Black. Have you seen him? Ja. It appears he is elsewhere. Vielleicht habe ich gelogen. If by some chance you run into him, please tell him I need to speak with him. Nein. Thank you. Ich mache überhaupt nichts. Spaß. Warum habe ich überhaupt mit dem geredet? Ich weiß doch, dass er dieses Exit-Ding war da gerade. Das hat man doch eindeutig gesehen. Vielleicht verschlossen. Herr Fawzen nochmal. Fawzen Black, ach so. Okay. Aber wo muss ich dafür hin? Ah, und jetzt komme ich da, okay.
Models konnte ich noch niemals leiden, man kann ihnen nicht vertrauen. Aber man sieht es nicht. Warte, ich muss mich kurz ausblenden, damit man es sieht. Sieht das hier nicht toll aus? Ach, toll. Das hättet ihr fast verpasst, diesen unglaublich schönen Anblick. Ich habe hier wohl einen weiteren talentierten Dieb gefunden. Und Mörder. Nicht Mörder vergessen. Der Hebel wurde abgenommen. Ich wollte das alles nicht. Als Außenseiter war es für mich einfach, diese Bedingung zu akzeptieren. Touristen dazu zu bringen, das Gift zu trinken. Sie während ihrer Abwesenheit zu bestehlen, ihre Körper zu verstecken. Nur so konnte ich mein Leben retten. Aber das geht einfach zu weit. Der Reporter hat mich überrascht. Ich geriet in Panik. Alles war so nah dran. Er wusste alles. Er hatte die Aufnahme. Ich musste etwas unternehmen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Beinahe hätte ich es geschafft, von hier wegzukommen. Vielleicht lässt er mich ja gehen, wenn ich ihm etwas bezahle. Du hast ihn umgebracht. Ach so, nee. Oder wem willst du was? Wem will er was bezahlen? Er hat Schuldgefühle. Aber er hat es natürlich nur getan, weil er musste. Ja, ja, komm. Das haben wir ja schon so oft gehört. Dir glaube ich gar nichts mehr. Das war der glücklichste Glückstreffer aller Zeiten. Das war ziemlich gut. Wo ist denn hier? Da. Damit kriegen wir einen Korken gezogen. Hier zündet. Nee. Ich wollte irgendwas mit hier zündelt ist, aber. Nee, komm. Sagen wir eben die Hyazinthe ein. Und verkneifen uns dazu jegliches Wortspiel. Korken, ich habe ihn doch genommen, Mann. Rauchende Pfeife und Flaschenöffner. Rauchende Pfeife vor allem. Rauchende Pfeife. Ich blind? Ja. Andererseits dachte ich auch, ich hätte da schon drauf geklickt. Naja. Na gut, Brecheisen. Möchte ich ins Zimmer oben oder will ich zum Ding? Nee. Ich will ins geheimnisvolle Zimmer 7. Einfach weil ich es kann. Ein Stück eines sonderbaren Hemds. Das ich immer noch nicht nehmen kann. Ich nehme einfach die blöde Karte. Nicht? Ah, hier. Nein. Nicht? Komm ich hier vorbei? Nein. Wieso? Hier komme ich auch nicht mehr vorbei. Ich habe noch was im Hotel vergessen. Na, dann zeig's mir. Was habe ich hier vergessen? Ach, ich kann's aufbrechen. Ah. Hätte ich lesen sollen. Ich dachte, ich muss auf den. Ich muss den Griff suchen. Das ist dieselbe Substanz, die Black inhalierte, als wir uns das erste Mal begegnen. Echt? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Friedhofsschlüssel, das hört man noch gerne. Ein bisschen Grabraub betreiben oder so? Ich meine, ich bin dafür immer offen, ja. Was Spaß machen, macht Spaß, ne? Hoppla. So, vielleicht. Außerdem ist. Naja, doch, es ist eine Mini-Axt. Wenn ich mir das so anschaue, dachte ich. Das kann man Mini-Axt nennen. Ein Versteck aus. Wie kann ich es aber öffnen? Gute Frage. Dies habe ich bereits gesehen. Das ist dieselbe Substanz wie ein Blacks Schublade. Ach, das, was er inhaliert hat, scheinbar. Okay. Ein Ziegelstein fehlt. Den setze ich gerne ein und. Und? Was war das denn? Ohne. Naja, komm dann. Schauen wir erstmal rein. Totenkopf. Achso, ganz auf den Friedhof kann ich gar nicht, oder wie? Okay. Von mir aus. Besuche den Friedhof und suche nach Beweisen. Finde einen Weg zur Leuchtturmspitze. Finde das mysteriöse Gerät, von dem Helen sprach. Das habe ich schon wieder vergessen. Keine Ahnung, was es ging.
Die drei noch und dann finden wir alles raus. Aufbrechen! Aufbrechen! Ohne. Nee. So ein Leuchtturm, noch was? Ja, nicht. Stift. Sieht schlecht aus. Nee, es muss am Friedhof irgendwas sein. Ach, da sollte eine Urne stehen. Oh. Ja. Und das hat jetzt was gebracht? Was? Schlangenkopf. Ach, von mir aus. Ich will es gar nicht wissen. Charmant. Das ist mein Totenschädel. Was ist das eigentlich? Ich muss kurz mal meinen Maus saubern. Moment. Ja, ich meine, ja, entspann mal Spiel. Es geht gleich weiter. Ah, das ist schon besser. So, hoppla. Es geht alles kaputt. Randale. Ein Totenkopf. Den haben wir. Dann gehen wir doch mal ins Mausoleum. Warum ins Mausoleum? Weil dann alles mausetot ist. Nicht lustig. Eigentlich schon. John Martyr. Glaube ich. Warum habe ich mir die Betonung nicht gemerkt? Er hat wirklich kürzlich abgelegter Zigarettenstummel. Der Tote war das wohl eher nicht. Oh, scharfe Kombinationsgabe. Ehrlich. Kaum leserlich. Ein paar Geldtaschen und Schmuck. Das ist wohl ein weiteres Versteck von Black. Wollen wir aufmachen?